Digga! Servus, Christi! Was glaubst du, Palette? Wie geht's denn so, du Hiniger? Seien wir vorsichtig. Du Hiniger Battle-Wichser, du. Einfach nur Liebe, Digga. Einfach nur Liebe. Wen haben wir denn da? Für einen schönen Gegner, Digga! Und schon bereit für Season 1? Du hättest mich erleben müssen. Ich habe gestern Stream gestartet. 10 Minuten, 20 Minuten lang. Ich glaube, ich habe da angespielt. Ich war so restfett. Ich war so butterfett, Digga. Ich war so restfett. Ich habe 10 Minuten, ich habe überlegt, hab, ich mache da so eine random Nebenquest in Final Fantasy. Ich habe mir gedacht, ich speib mich an. Hab einfach abgebrochen. Dann habe ich einmal 3 Stunden wieder schlafen müssen, was futtert etc. Dann habe ich plötzlich Eis gefressen. Dann ging es mir irgendwie wieder relativ gut. Dann habe ich 4 Stunden lang durchgestreamt. Oder 4,5 Stunden, irgendwas in dem Dreh. Denke immer so, Alter, bist einfach Power as fuck. Komischerweise, plötzlich. Einfach von 0 auf 100. Ah, 80 ist okay. Dann, Mitternacht denke ich immer so. Ich will jetzt unbedingt ein anderes Game zocken, ein neues Game. Mit Kamera und alles drum und dran. 10 Minuten Stream gestartet. Bruder, einfach wieder abgedreht. Anderes Spiel genommen. 10 Minuten gezockt. Wieder abgedreht. Ich weiß nicht, was gestern mit mir los war. Und dann denke ich so, na, drauf geschissen. Du bist aber noch motiviert. Du bist zwar nicht ganz so müde, aber du bist doch fit, so dass du sagen kannst, du könntest auf chillig noch so Minimum noch so 3-4 Stunden noch so einen Stream noch machen. Digga, haben wir da gehabt, okay, passt. Machst halt einfach Final Fantasy weiter. Draufgeschissen, du hast halt deinen Hype deines Lebens. Ich liebe einfach Final Fantasy, Platz 1 für mich aktuell. Gerade von allen Games, was ich bisher gespielt habe, und ich habe leider viel zu viel gespielt. Glaubt man gar nicht, weil man viel halt eigentlich so merkt, so okay, die quageln viel oder da ist jetzt nicht wirklich viel Action, aber glaubt mir, wenn einmal das Spiel zum Höhepunkt kommt, Bruder, Alter, du wirst hier bombastisch verköstigt mit Cinematics und alles drum und dran, mit actionreichen Kämpfen, das ist ein richtig krankes Game. Aber jedenfalls, ich spiele 40 Minuten, denke mir so, gar keinen Bock mehr. Einfach so plötzlich so gar keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was gestern mit mir los war. Und jetzt, ich war schon sporteln, hab schon Frühstück. Okay, ja, Frühstück kann ich das jetzt nicht nennen. 2 Äpfel, aber dennoch. Naja, Kaffee ist mein Frühstück. Es ist das beste Frühstück, was es gibt. Was? Glaubst du, ich hupf da jetzt oben? Bist du deppert oder was? Wir sind da so hinnig. Wenn da der... Ja, runterschießen. Nein, nicht einmal runterschießen kann ich. Wir waren da so einig, oder? Und hat die Wichser da angegriffen, da unten, oder? Das hat das komplett deppert. Ah, den hole ich mir jetzt auf alle Fälle. Ja, leider! Leider! Alter Hund! Alter Fuchs! Nein, ich bin eher alter Wolf. Ich bin alter Wolf. Ach, echt scheiße. Ja, aber der ist halt nur nicht für Diablo 4. Der ist für Diablo Immortal. Ja. Ist sicher was Cooles. Müsste ich einmal zocken, aber Diablo Immortal ist so... Ich habe es gesuchtet. Diablo Immortal. Ich habe extrem Diablo Immortal gesuchtet. Bist deppert. Sobald du das Game durchgespielt hast, weißt du einfach nicht mehr, was du tun sollst. Es war schlimm. So für ab und zu, für schnelle Welle, für ein Quickie, definitiv zu haben, das Game, definitiv. Aber sonst, ja, so fürs Dauerzocken, sagen wir so, ist es dann nicht so meins. Weil ich habe mich dann doch reingehaut und spiele dann einmal so 1-2 Stunden Diablo Immortal. Aber nachdem ich es durchgespielt habe, so Bruder, hat's mir nicht mehr so taugt. Beziehungsweise, Story war ganz nett, war cool.
gerade für ein Mobile Game und alles drum und dran, aber da hat ein bisschen was gefehlt dann. Gerade Endcontent-mäßig. Aber man muss aber auch dazu sagen, es sind ja ur viele neue Inhalte dazugekommen. Und da ist halt auch wieder die Frage. Ja, und tödlich mit der Klinge. Im Grunde wie Clive, nur mit besseren Manieren. Da ist halt einfach nur halt die Frage, wie viel Neues ist in dem Fall dazugekommen. Aber ich bin extrem gespannt. Aber ja, ich werde halt bis deppert. Katastrophe gestern, war richtig Katastrophe. Weißt, ich habe... Okay. Ich habe getrunken. Ja, oh ja, sagen wir so. Ich habe getrunken, definitiv. Aber die ganze Zeit, wir waren sogar typisch Klassiker. Meckers am Schluss, nach Sauferei, so ein cheesy... Babamäßig. Es gibt nichts Besseres, meiner Meinung nach, als wie du gehst fett saufen und danach gehst du zu Meckers und haust dir einfach so einen geilen Double Cheesy eine. Boah, da geht mir gleich einer ab. Muss aber sagen, bis ich daheim angekommen bin, war gar nichts. Und dann voll fett. Du bist verletzt. Was ist passiert? Bist du allein? Ätherflut. Da vorne. Sie sehr gut. Hat das Lager verschlungen. Wie ist sie? Die anderen. Sie sind schon alle akasisch. Hier in der Nähe gibt es ein Dorf. Tabor. Dort leben gute Menschen. Keiner wird entkommen, wenn die Männer bei ihnen einfallen. Wir dürfen das nicht zulassen. Das gestöhnt am Ende. Warte hier. Ich kümmere mich drum. Wir wollen das schon. Wenigstens haben sie ein bisschen Äther gefressen, dass wir es ausholen. Immerhin. Nicht, dass gleich nichts an. Abseits des Pfads. Ich sehe schon. Dieses blaue Schimmer und alles. Da ist sich die ein oder andere Nase gegönnt worden. Tabor. Bisschen Crystal. Digga. Vergebt mir. Lord Kupka. Ruhe in Frieden. Also so im Nachhinein, wenn ich jetzt so höre, der Lord Kupka, Digga. Weiß ich aber nicht so ganz, ob ich den Haverer jetzt helfen soll, aber na gut. Passt. Wollen wir schon, Chefe. Er hat ja quasi vielleicht ja auch einfach nur sein Land gedient. Sagen wir es mal so. Ist es nicht zu spät. Stöbre ist aber wohl alles blau, da habe ich dir. Schon wieder eine Flut. Sie sind jetzt überall. Wir müssen da durch. Halten wir die Augen offen. Da muss aber ordentlich abgehen. Oh, sogar mit Schokopo und alles. Wir müssen aber schauen, dass wir ehrlich gesagt eher den Magier da treffen, oder? Meiner Meinung nach. Mal abwarten. Vielleicht ist er jetzt eh schwerst beschäftigter Magier. Definitiv. Jetzt gib ihm böse. Gib ihm böse. Auf wichtig und richtig angelehnt. Ja, Mann. Perfekt. Ja, der nächste. In der Hoffnung, dass vielleicht noch der Magier dabei ist. Weil der Magier ist ein Arschloch. Der Magier ist ein Arschloch, Alter. Der tut die gleich alle wiederbeleben und alles. Ist der Treppert? Das geht mal nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, dass der einfach hier mal alle wiederbelebt und alles. Ja, 36. Ja. Ist in Ordnung. Ist da jemand? Bitte, das wollt ihr jetzt unbedingt mitnehmen. Hab schon gesehen gehabt. Gibt's was zum Sammeln? Wichtig oder richtig? Boah, hat schon wieder ein eigenes Feeling, meiner Meinung nach. Hat schon wieder ein geiles Feeling. Den ganzen Schimmer noch ist da mal dran. Hat was. Du gehörst zur Einheit? Ja. Ich habe Lärm gehört. Das sind die anderen. Es war zu spät. Einer deiner Kameraden hat mich hierher geschickt. Ein Überlebender? Wo ist er? Sag schon. Er hat es nicht geschafft.
richtig gehandelt. Diese Monster. Das war nicht mehr meine Truppe. Du hast Tabor gerettet. Hier. Ich danke dir. Perfekt. Ja. Ja. Aber wir sind eh schon bei 1110. Ja. Wir kennen uns doch. Schmeckt. Oder nicht? Du musst mich mit jemandem verwechseln. Oi. Ja, wir sollten lieber gleich gehen. Nein. Diese Narbe. Oi. Oi. Bei der Faust von Titan. Du bist Sid. In Kostnice hast du meine Kameraden getötet. Und Shit. In Rosalit hast du Lord Kupka getötet. Mit Hugo Kupka bin ich fertig. Ich habe keinen Groll auf seine Gefolgsleute. Aber ich auf dich! Feigling, zieh deine Waffe! Ich werde Lord Kupka rächen! Das glaubst du jetzt nicht ernsthaft? Komm erst wieder zu Kräften und denk nach. Dann können wir immer noch kämpfen. Auch wenn du dein Leben dafür nutzen solltest, anderen zu helfen. Oder hast du deinen Eid schon vergessen? Sei still! Was weißt du schon von Eiden? Wie schwer sie zu halten sind. Deswegen gebe ich dir eine Chance, genau das zu tun. Nein, du täuschst mich nicht. Lord Kupka hat uns von deinen Verbrechen erzählt. Du bist ein Mörder, kein Mensch, so wie du und deine Freunde. Ich bin nicht wie du. Aber wenn du mich nicht töten willst, dann geh. Geh! Doch glaub mir, wir sehen uns wieder, Sid. Irgendwann. Das hoffe ich. Endlich auch mal Konsequenzen für sein Handeln. Dass man sagt, okay, der ein oder andere will Rache nehmen. Das ist geil. Das ist sau, sau geil. Das allererste Mal, dass man quasi sagen kann, es gibt endlich mal sowas quasi wie Konsequenzen. Richtig stark. Richtig, richtig stark. Nicht einfach nur so, ja, wir helfen von alles drum und dran. Sondern endlich macht auch jemand so, ja, ich stehe zu meinem Lord. Ich will Rache nehmen. Endlich. Das haben wir noch nie gehabt. Das haben wir bis jetzt noch nie gehabt. Finde ich stark. Ist auch mal wichtig. Wahrscheinlich werden wir den Havre eh nie wiedersehen. Wäre aber auch geil, wenn wir den halt wiedersehen würden. Das würde ich halt extrem feiern. Aber ist schon ein Hit. Sowas ist echt geil. Dass man da endlich mal auch in so eine Richtung geht. Nicht immer nur alles Friede, Feuer, Eierkuchen und alles drum und dran. Ah, du hast mir geholfen, jetzt vergiss ich das nicht, dass du meinen Mord kaputt gemacht hast. Nein, sondern es gibt harte Konsequenzen auch für sein Handeln. Auch wenn er der Gute in der Geschichte ist. Oder so ein halber der Gute. Trotzdem hat es Konsequenzen sein Handeln. Für die Dinger jetzt 96, was ist da los?